Andreas Popp ist ja selbst Makroökonom, unser nächster Vortragender. Er hat viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. 2007 ist er dann von seinem Vorstandsvorsitzenden Posten zurückgetreten und hat sich dann in der Wissensmanufaktur völlig neuen Möglichkeiten, Wirtschaft und Politik zu denken, gewidmet, neue Modelle zu entwickeln. Sein Plan B ist ja im Internet sehr bekannt, kann man auch gratis runterladen. Heute werden wir einen tagesaktuellen Vortrag hören und ich freue mich schon sehr auf Andreas Popp. So, jetzt muss ich auch erstmal zu mir kommen nach diesen großartigen Dingen, die wir hier gehört haben. Ich bin ja jetzt im Moment in der Situation, dass ich mich wie ein Außenseiter fühle mit ganz nüchternen Daten, Fakten und Zahlen. Einige kennen mich schon, die hatten mich bereits schon draußen begrüßt. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Für die, die mich nicht kennen, Andreas Popp, Deutschland und Kanada. Pendel immer hin und her, bin noch nicht aus dem Jetlag raus, aber das ist bei mir ganz normal, weil ich immer unterwegs bin. Ich versuche ein bisschen Zeit wieder gut zu machen. Ich hatte mir gestern überlegt, was könnte ich eigentlich machen? Tagesaktualität ist natürlich immer so eine Geschichte und das mit dem Plan B, das ist eine Sache, die steht da ja pauschal schon immer mit drin. Denn was nützen uns all die Dinge, die wir zurzeit in der Planung haben, wenn es systemische Kräfte gibt, die es permanent versuchen zu verhindern? Meine Damen und Herren, ich habe mir gestern Abend gedacht, dass ich gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir in der Zeit leben, in der wir momentan uns sehr, sehr stark mit den Wahlen beschäftigen und ich die Hauptproblematik sehe, dass wir sehr schlampig mit der Vokabelnutzung sind. Jetzt hat Anna sein Handy an. Jeder hat das Recht, sich einmal am Tag zu blamieren. Einer hat es jetzt hinter sich. Ich weiß nicht, wer das sein wird. Okay, keiner von da. Ist wahrscheinlich keiner da. Lief im Ding. Ja, ich möchte gerne anfangen, das Wort Demokratie schlicht und ergreifend einmal nach dem alten Griechischen. Ich bin ja alter Waldorfschüler, wie viele wissen. Hier kommt gleich die Sache wieder, ob er seinen Namen tanzen kann. Ja, kann ich auch, mache ich aber nicht. Es ist aber so, dass ich vor allem eines gelernt habe, mich versucht, so exakt wie möglich auszudrücken. Das heißt, möglich eine exakte Vokabelbestimmung. Und ich stelle immer wieder fest, gerade in Anbetracht der momentan laufenden Wahlen, als ich gerade aus Kanada zurückkam nach Deutschland, da setzte ich mich dann ganz kurz hin in mein Hotel, wo ich die erste Nacht verbrachte. Und dann war gerade ein Kanzlerduell. Wow. Eine Beleidigung unterster Intelligenzstufe, die gesamte Sendung durch, mit der höchsten Einschaltquote. Es ist einfach unvorstellbar. Aus diesem Grunde ist es so, ich habe ja viel Kontakt auch zu amtierenden Abgeordneten, die auch sehr oft oder ab und zu bei mir auch in Kanada sitzen. Natürlich nenne ich keinen Namen, das hätte dann doch Probleme für die Leute. Und die sitzen dann da und ich fange dann an zu hinterfragen, gerade den Begriff der Demokratie. Und ich stelle fest, dass sie nicht das geringste Abstraktionsvermögen aufbringen, diesen Begriff überhaupt zu verstehen. Und deshalb möchte ich mal ganz kurz einen kleinen Unterricht machen, Altgriechisch, Sie wollen ja was lernen. Und jetzt werden wir uns mit dem Thema Demokratie mal ganz kurz beschäftigen, weil das eine ganz wichtige Voraussetzung ist, wo wir uns bewegen, nämlich mit dem Thema der Macht. Wir haben ja ein Thema, was wir dringend diskutieren müssen. Das ist einmal das Thema Macht und das andere ist das Thema Freiheit. Freiheit oder beherrscht sein, das ist die Frage. Wie ist die maximale Freiheit ohne Beherrschung möglich? Um nämlich solche freien Denker, wie wir sie hier auch finden, die sich mir teilweise erschließen, teilweise nicht oder noch nicht, das sage ich auch ganz offen, aber dass ich dann eben möchte, dass jeder Mensch in freier Entscheidung sich zu den Dingen entschließen kann, die er gerne machen möchte. Und dazu brauchen wir Rahmenbedingungen und die sind jenseits der Macht. Das heißt, wir müssen die Macht isolieren und verstehen. Gehen wir das Wort Demokratie einmal durch, altgriechisch. Demokratie ist nichts anderes als ein selbstverwaltetes Dorf.
Demos wird immer übersetzt als das Volk. Das ist verwirrend. Das Dorf ist der richtige Begriff, weil das Volk wird auch sehr gern mit Deutschland in Verbindung gebracht. Es gibt ein deutsches Volk und es gibt ja gar kein deutsches Volk. Es gibt unglaublich viele verschiedene deutsche Völker. Verwechseln Sie mal einen Oberfranken mit einem Unterfranken oder einen Badener mit einem Schwaben. Da haben Sie fast eine Axt im Rücken. Und ich hasse Übertreibungen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich möchte einfach nur, dass die Menschen erkennen, dass es unglaublich viele verschiedene Völker gibt. Und im Altgriechischen nennt man das Dorf. In Altgriechenland, das war auch kein altes Land. Es gab nicht das alte, antike Griechenland als Staatsgebilde, sondern Griechenland bestand aus Städten. Das war Athen, das war Troja, das war Sparta. Das waren die griechischen Städte, das waren die Dörfer. Und die dort lebten, das war das Volk. Demos sollte man also korrekterweise mit Dorf übersetzen. Kraten heißt oft, wird oft übersetzt mit Herrschen. Und Herrschen ist es nicht, weil der Begriff Herrschen ist auch ein relativ kritischer Begriff. Eigentlich heißt es übersetzt den Wagen ziehen, wenn man das Altgriechische beherrscht. Es ist im übertragenen Sinne gemeint, sich selbst gestaltend. Also das ist die Demokratie. Ein Dorf, und das ist der wichtigste Punkt, heißt, Demokratie kann nur auf kleinster Ebene funktionieren. Alles, was in Richtung Größe geht, ist weg von Demokratie. Die Deme entspricht einer Art aristokratischen Führung. Die meisten glauben ja, dass die Deme, also die Demokratie, das Gegenteil von Diktatur ist. Nichts ist falscher als das. Die Demokratie ist eine bestimmte Form auch einer Diktatur, nämlich eine Form der Diktatur und nicht das Gegenteil. Das sollte erstmal dringend unterschieden werden, weil natürlich in der Demokratie nicht irgendeiner als Monarch auftritt, sondern eine Gruppe von Vordenkern, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen, da komme ich gleich nochmal drauf. Und das ist eine elitäre Gruppe, die letztendlich die Führung übernimmt. Es geht also um Führerschaft. Bitte nicht zu verwechseln mit Verführer. Wir sind ja memetisch belegt, also in der Geschichte der Memory, also der Memetik, das ist ja eine interessante Wissenschaft, die sich mit geistigen Viren auseinandersetzt. Wer sich dafür interessiert, ich bin in meinem Vortrag in Memmingen darauf eingegangen, finden Sie auf unserer Seite. Die Deme entspricht also einer aristokratischen Führung, also von Masse oder von Herrschaft des Volkes ist überhaupt nicht die Rede. Nichts ist falscher als das, wenn man von Demokratie redet. Ich möchte endlich mal mit dem Begriff aufräumen. Bürger, ja, die Bürger glauben alle jetzt, wir glauben ja alle, wir sind die Bürger. Nein, wir sind natürlich nicht die Bürger. Die Bürger ist eine elitäre Gruppe, die letztendlich die aristokratische Deme überwacht. Ich mache das jetzt sehr einfach dargestellt. Das heißt, eine besondere Gruppe von Menschen, die nichts mit uns zu tun haben. Deshalb kennen wir das noch aus Bremen. Da gibt es noch die Bürgerschaften. Den Begriff kennen Sie. Aha, also Bürger sind wir schon mal nicht. Dann kommt ja der Begriff, aha, wir sind das Volk. Wir sind das Volk, kennen wir alle. Nein, das Volk sind wir auch nicht. Das Volk, das sind nämlich die rechtstreuen, demetreuen Menschen gewesen in einem griechischen Dorf, denen man das Recht zugestand, Waffen zu tragen. Das ist die Armee. Man muss sich mal überlegen, und das ist ja die Hauptproblematik, die wir haben, dass wir oft einfach nicht hinterfragen, warum gibt es für uns zwei Begriffe, Bürger oder Volk? Ja, was sind wir denn? Nur wir sind beides nicht. Was wir sind, ist, wir sind Untertanen. Und den Begriff, das ist kein Witz. Wenn es sich entertainmentmäßig anhört, das ist eine saubere Abarbeitung, einfach nur der Begrifflichkeit nach dem Altgriechischen und es gibt keine neue festverbindliche Definition, womit ich mich ja anfreunden könnte, aber es gibt keine andere. Aus diesem Grunde halte ich mich daran, was die derzeit herrschende Meinung ist. Das Institut für Wertewirtschaft in Wien hat dort übrigens eine wunderbare Analyse zu geschrieben. Gehen Sie einfach mal rein und gucken sich das an zu dem Thema. Das wird jetzt auf Video aufgenommen, damit kann ich ein paar Mails abwälzen. So, das heißt, die Idios, daraus kommt wahrscheinlich das Wort Idioten, das heißt also, die Demoten beherrschen die Idioten und die hatten sich der Deme unterordnen müssen. Das war jetzt jokemäßig natürlich gemeint und wir sehen das natürlich hier an der Geschichte. Das heißt, diese kleine orange Gruppe hier von ungefähr 10% im Griechischen, das machte aus, es war die Deme, die Bürger und das Volk.
und der Rest sind wir. Ich möchte, dass das endlich mal geklärt ist, weil die Leute glauben, wir sind das Volk, wir sind die Bürger oder sonstiges. Das heißt, die Demokratie ist ein ernstzunehmendes Thema. Leider entzieht es sich dem Wissen der meisten Vertreter dieses sogenannten Systems, überhaupt einmal zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Und das ist die Problematik, dass wir endlich lernen müssen, Begrifflichkeiten zu definieren, damit wir sie anwenden und möglichst wenig Interpretationsspielraum haben, sonst kommt nichts bei raus. Das kennen wir aus der Politik. Wahlen sieht die Demokratie gar nicht vor. Eine Mehrheitsgesellschaft wird abgelehnt. Das kann doch nicht sein, dass die Mehrheit über die Minderheit herrscht. Denn die Mehrheit ist, salopp gesagt, nicht unbedingt mit dem Abstraktionsvermögen ausgestattet, nachhaltig denken zu können. Nicht unbedingt. Da gibt es die... Das klingt immer sehr hart, ich weiß das, aber ich meine das trotzdem ernst. Und ich mag auch nicht so wahnsinnig diplomatisch darum kaspern, weil die Zeit ist einfach zu eng. Die Gaußsche Verteilungskurve macht es sehr deutlich. Wenn wir uns hier mal die Menschenmasse vorstellen, die nachhaltigen Denker, das sind die hellgrauen Ebenen hier links und rechts, die machen eine sehr, sehr kleine Gruppe aus, die nachhaltig denken können, vielleicht im Interesse der Menschen denken können. Aber die stumpfe Masse ist tatsächlich eben halt dieser große Block und die machen 90% aus. Hoppala, und das 90% der Wähler. Und das ist ein Problem und das sehen wir tagtäglich durch Parteienbildung und so weiter, was sich entwickelt hat, dass nämlich genau diese Leute an der Macht sind. Wir sehen das an solchen wunderbaren Worten wie Verbraucher. Verbraucher ist doch kein positives Wort. Da wird etwas verbraucht, verschlissen, verbrauchen. Aber Verbraucher wird positiv belegt. Wir haben sogar einen Verbraucherindex. Und Gnade euch Gott, der Verbraucherindex geht ein bisschen zurück. Oh Gott, die Leute verbrauchen jetzt ein wenig weniger. Was können wir machen, um diesen Zustand zu verhindern? Um Gottes Willen, es könnte ja noch was für die nachfolgenden Generationen übrig bleiben. Wir müssen was tun. Die Verbraucher müssen stimuliert werden. Oh Gott, wir müssen verbrauchen, verbrauchen, verbrauchen. Wo soll denn sonst der Umsatz, wo soll das unendliche Wachstum herkommen? Also solche Begrifflichkeiten kann man tatsächlich positiv besetzen. Das ist unglaublich. Während zum Beispiel ein Begriff wie Sippe, also die großgefasste Familie, ein wunderbarer Begriff wie die Sippe, die sich gegenseitig halfen im großen familiären Gebunden, dass man sagte, okay, die Cousins und die Cousinen und die Schwager und alle möglichen bauten erst dem einen Haus, dann dem anderen ein Haus und so kamen alle zu einem relativen Wohlstand. Das Interessante ist, dieser Begriff ist negativ belegt worden. Na, das ist vielleicht so eine Sippe. Schon unglaublich, in was für einer Welt wir uns bewegen. Komplett voller Manipulation. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen müssen hier, ich kann sonst selbst hier nichts, meine eigenen Sachen nicht sehen, dass wir selbst eben halt versuchen, diese Begrifflichkeiten nachzuvollziehen, damit sie vielleicht auch Stoff haben, um in ihrem Umfeld darauf hinzuweisen. Weil ich bin ja bekennender Nichtwähler, ich erkläre jetzt kurz warum. Ja, alte Gelehrten wussten, Inkompetenz und Egoismus führen zur Tyrannei. Und das entsteht aus der Gaußschen Verteilungskurve. Hoppala, so. Ich möchte kurz ermitteln, ob wir in einer Demokratie leben nach dem sogenannten griechischen Muster. Und da haben wir ganz bestimmte Grundlagen, die Voraussetzungen sind. Erstens, ich mache es schnell, Autonomia. Auto, Latein, das ist selbst, ich selbst. Nomia, das Recht, es gibt ja mehrere, es gibt natürlich auch Lex und verschiedene andere Formen von Recht. Hier meine ich das eigentliche Recht des Eigenrechtes. Das heißt, Autonomia bedeutet also, das lokale Recht ist Voraussetzung. Wir müssen also im Prinzip uns selbst, übrigens ist das auch bei uns festgelegt im Grundgesetz, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, ganz kurz, wenn ich nämlich ein kurzes Statement zu den Wahlen gebe, zu den momentanen sogenannten Wahlen, wo natürlich nicht die Macht verteilt wird oder die Beherrschung vergeben wird, sondern lediglich die Leute ausgewählt werden, die auf Kosten der Untertanen Karriere machen. Und um nichts anderes geht es dabei. Also nicht lokal, und das ist wichtig, ist die Fremdherrschaft. Und die Fremdherrschaft lehnt die Demokratie ab. Also der erste Punkt, alle Punkte müssen erfüllt sein. Und wir sehen sehr deutlich, dass offensichtlich keiner dieser Punkte erfüllt ist. Isonomia, meine Damen und Herren, Isonomia ist die Gleichheit. Keine Bevorzugung bestimmter Gruppen. Also die Immunität von Politikern zum Beispiel verstößt schon gegen das Gleichheitsprinzip. Ich mache es kurz, ein weiteres Indiz dafür, dass wir auf keinen Fall in einer Demokratie leben, wobei ein Punkt, der nicht erfüllt ist, ja schon reicht. Steuerzahlungen werden in der Demokratie als unzulässige Tributzahlungen angesehen. Politiker müssen gemeinnützig arbeiten.
Ich bin schon mal auf dieses Thema eingegangen unter der Rubrik Steuern sind Schutzgeldzahlungen, hat viel Nachfrage eingebracht, auch von offizieller Seite. Aber es ist halt so, wir müssen das mal ganz nüchtern betrachten. Im alten Griechenland sind Steuern verboten. Es war eine Ehre. Es war eine Ehre, für das Volk zu arbeiten, dem Volk dienen zu dürfen. Dienstleistung. Leisten wollen ja alle, aber wer will noch dienen? Okay, das ist das Problem mit der Dienstleistung. Aber wir haben ja sowieso so eigenartige Begrifflichkeiten in der, mein Kompetenzverstärker, der drückt so ein bisschen hier am Hals. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Auf jeden Fall ist das so, das sind die Steuerzahlungen. Regionale Gemeinden sind ausschließlich demokratisch umsetzbar. Nur regionale Gemeinden, nur in der kleinsten Einheit ist Demokratie mit Führern, mit Bürgern, mit Volk, mit Untertanen überhaupt möglich. Alles andere führt zur Tyrannei. Die Rechtsnormen sind unabdingbar, das heißt festgeschrieben. Die Judikative, also die Gerichtsstände, müssen die Gesetze vor jedem Veränderungsversuch mit aller Kraft verteidigen. Wenn also ein Politiker eine Veränderung der Rechtsnormen vorhat und will, dann hat die Justiz das zu verhindern mit aller Macht. Sollte eine Veränderung im alten Griechenland durchgekommen sein und diese Veränderung des Rechtes hat in irgendeiner Form Nachteile gebracht für die Bevölkerung, wurden die verantwortlichen Politiker bis hin zur Todesstrafe einer gerechten Strafe zugeführt. Ich glaube, der Bundestag wäre ziemlich leer. Es ist, ich fordere natürlich keine Todesstrafe, in Gott bewahre, keine Frage. Was auch ganz wichtig ist, ist eben halt das Delegationsverbot der Macht an äußere Instanzen. Also die Tatsache, dass wir durch den ESM beispielsweise die Macht, das heißt über die eigene Haushaltshoheit aufgeben, ist quasi eine de facto Auflösung der Bundesrepublik und verstößt auch gegen das Subsidiaritätsprinzip, für die Insider unter Ihnen Artikel 21 des Grundgesetzes. Subsidiarität sagt, zum Beispiel in unserer, ich mache auch ein bisschen Sprünge in die jetzige Zeit, dass es auch tagesaktuell bleibt, so stand es ja auch im Vortrag. Subsidiarität bedeutet, dass die kleinste Einheit die größte Kraft haben soll, das heißt die möglichst höchste Eigenverantwortung über sich haben sollte. Also das Dorf steht in der Macht weit über dem Kanzler. Also jeder Bürgermeister müsste über einer Bundeskanzlerin in der Machthierarchie stehen. Ich glaube, das ist nicht der Fall im Moment. Das wäre das, die Subsidiarität. Und der Staat oder übergeordnete Organisationen dürfen nur dann subsidiär eintreten, wenn die einzelnen Personen oder die einzelnen kleinsten Strukturen nicht in der Lage sind, ihre Probleme selbst zu lösen. Eingeführt wurde das Ganze durch den Vatikan in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch eine spannende Geschichte, denn die sind auch nicht gerade für Individualität und Einzelverantwortung zuständig, sondern eher zentralistisch geführt. Aber daran sehen wir natürlich auch, welches Geisteskind letztendlich eventuell dort sich wiederfindet in unseren Strukturen. Was bedeutet das? Wenn beispielsweise der Bund oder beispielsweise ein Herr Schäuble oder wer auch immer unsere ESM durchführt, das heißt die Haushaltshoheit sogar auf deutscher Ebene abgibt an europäische übergeordnete Instanzen im Rahmen des Lobbyismus gesteuerten Größenwahns, dann verstößt das gegen die Subsidiarität und 21 Absatz 2, was wiederum eigentlich einem Verbotsverfahren der Partei nach sich ziehen müsste. Das heißt, normalerweise müsste man, ich habe mich natürlich erkundigt bei meinem werten Kollegen Schachtschneider, der ja bei uns mit dem Beirat sitzt, ich habe ihn gleich angerufen und habe gefragt, ich wäre bereit, ein Parteiverbotsverfahren gegen die CDU einzuleiten. Ich würde Herrn Schäuble als Hauptzeugen laden. Natürlich müsste ich alle anderen Parteien dann mit dazu laden, weil bis auf die Linken haben ja alle dem zugestimmt, aber ausgerechnet die Linken, die sich an der Stelle übrigens mal verfassungskonform verhalten, genau an der Stelle, die werden verfassungsmäßig überwacht. Habe ich was falsch gemacht? Nee. Nicht mehr als sonst, alles klar, okay. Also okay. So, jetzt so, ohne solche Sachen kann ich ja gar nicht mehr weitermachen. Nein, also das ist wirklich einer der entscheidenden Punkte, dass wir natürlich ein Verfahren theoretisch durchziehen müssten. Das Problem ist, Herr Schachtschneider hat mich da sehr, sehr schnell wieder runtergeholt und hat dann gesagt, Junge, das geht alles nicht, denn Parteiverbotsverfahren sind nur den Organen des Parlaments selbst vorbehalten. Aha,
Jetzt wurde mir auch klar, warum es ein Parteiverbotsverfahren, ein Parteiverbotsverfahren der NPD nicht durchgesetzt wurde. Ein Parteiverbotsverfahren der NPD nicht durchgesetzt wurde, weil dann könnten die Leute auf die Idee kommen, festzustellen, dass man Parteien überhaupt verbieten kann. Und dann könnte es sein, dass keine mehr da ist. Was kein Verlust wäre, sondern mit Sicherheit eine Besserstellung von uns allen. Herzlichen Dank. Platon hat schon erkannt, ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen. Staat kommt übrigens von Status. Status ist die Ist-Situation. Und die Ist-Situation heißt Verteilung von fleißig nach reich. Dieser Status soll beibehalten sein, aber okay. Ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, in dem nicht das Gesetz über den Herrscher bestimmt, sondern dieser über das Gesetz. Und da sind wir. Das Grundgesetz, die Verfassungen werden umgeändert, als wären es irgendwelche Hausordnungen, die man im Rahmen einer Wohngemeinschaft mal eben verändert. Und das führt zu einer Tyrannei. Und das führt letztendlich dazu, wenn Banken, Medienkonzerne, und die Politikerkaste gemeinsam das Volk unterdrückt, dann ist das die Definition für Faschismus. Und da befinden wir uns zurzeit genau auf diesem Wege dorthin. Das sehen wir sehr deutlich und das hat Platon damals schon erkannt. Kurz nochmal die wichtigsten Gesellschaftsformen, die möchte ich nochmal darstellen. Einmal die Monarchie, das ist der Vollständigkeit halber, das habe ich noch kurz mit eingebaut. Im Video können Sie das ja hin und her dudeln, da sehen Sie das ja immer wieder. Einzelherrschaft ist ganz klar, eine greifbare Person, die auch als Tyrann wirken kann, aber nicht muss. Es gibt durchaus auch Menschen, die in der Führungsposition sind, im Rahmen von kleinen Organisationen, nehmen wir alte germanische Dörfer, alte germanische Autarkien, da gab es die sogenannten Adeligen, das waren die Bauern und die Handwerker, die durch ihre arbeitliche Kunst ihre Objekte sogar begreifbar machten. Der Bauer, der dafür sorgte, dass die Familien und deren Sippe wach und satt wurde und zufrieden waren, die waren froh, dass sie dort unter einer gesunden Führung waren. Und wenn sie kleine Strukturen haben, dann ist die Situation natürlich auch so, dass man einen Führer natürlich dieser Art, der sich negativ entwickelt, auch aus dem Tempel jagen kann. Das wird ziemlich schlecht bei einer Demokratie, weil man ist es ja selbst. Man hat also die Intelligenz dann nochmal richtig hochgezogen in dieser Form. Monarchie muss also nicht unbedingt schlecht sein, obwohl ich natürlich kein Freund von Monarchien bin. Ich bin übrigens ein lupenechter Demokrat im Rahmen des Dorfes. Oligarchie, das ist das, was wir zurzeit haben gewissermaßen. Man könnte das auch Ochlokratie, das sind Gruppenherrschaft, kann also auch eine echte Art Demokratie sein, die durch wachsende Größe aber immer zur Tyrannei führt. Das nennt man dann Ochlokratie, Ochlo, der Pöbel. Der Pöbel ist diejenigen, die uns beherrschen. Wir haben mittlerweile durch die Parteiensysteme und die Regierungen eine charakterliche Negativauslese. Das heißt, derjenige, der die entsprechenden Eignungen charakterlich mitbringt, nur der darf oben mitspielen. Und das ist derjenige, der sich gegenüber denjenigen verpflichtet zu fühlen hat, der die Töne angibt. Und das ist nicht, das sind nicht die Untertanen. Bei Ihnen kann ich es ja jetzt sagen, Sie wissen ja, was ich meine. Ich wollte gerade sagen, nicht das Volk. Ich muss ja auch immer wieder in der normalen Sprache dann bleiben, auch wenn es unexakt ist. Das heißt, hohe Unfähigkeitspotenziale führen zu nicht nachhaltigen und menschenverachtenden Entscheidungen. Das sind also Parteienbildungen, nicht Führer, sondern Verführer machen Karriere. Das heißt, Arbeitsplätze und Wohlstand und Wirtschaftswachstum, das sind die Vokabeln, die wir brauchen. Eine völlige Absurdität. Man sieht den Menschen, die das teilweise sagen, die in den Talkshows sitzen, wirklich durch die Glasmurmel direkt auf die Schädelrückwand, weil sie gar nicht merken, wovon sie teilweise überhaupt reden. Das macht einen Angst. Das möchte ich nochmal für das Video sagen, falls mich jemand anschreiben will. Ich meine natürlich nur die, die sich angesprochen fühlen. Die anderen meine ich nicht. Gibt auch andere. Das war der Grund, warum die USA letztendlich sich entschied, auf keinen Fall in eine Demokratie zu verkommen. Weil man wusste, was die Demokratie mit sich bringt. Man hatte nämlich Erfahrungen zu der Zeit, die waren ja nicht alle dumm. Deshalb sollte eine Demokratie verhindert werden und Wahlmänner sollten letztendlich als Führer ihrer Region letztendlich auftreten, damit das Volk nicht die Entscheidung allein fällt, weil dann eben halt die Gaußsche Verteilungskurve eventuell sehr stark zuschlagen würde. So hat man das Ganze versucht.
Dann gab es die Parteienbildung. Part kommt ja, ist ja lateinisch und heißt Teil. Das ist ein Problem, weil das Gemeinwohl ist unparteiisch. Deshalb ist es mit einer Partei relativ schwer getan. Jefferson, Thomas Jefferson, gründete Ende des 18. Jahrhunderts die erste Democratic Republican. Und das ist entscheidend. Es geht um die Republik. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal jeden Einzelnen durchfragen würde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Republik? Das kommt nicht flüssig, die Antwort. Ich garantiere es Ihnen. Ja, es sollte... Ja, und das ist kein Problem, aber es sollte Gemeingut sein. Das ist wichtiger als Vektorrechnung oder irgendwas, was man nicht braucht. Wenn man, ja, das ist wirklich wichtig. Man sollte einen Birkenpilz von einer Birke unterscheiden. Das ist wichtig. Die eigentlichen Dinge werden ja nicht gelehrt. Aber für die meisten Leute ist es eben halt so, dass der Strom aus der Steckdose kommt und eine Kuh ist lila. Was wollen wir denn da erwarten? Ja, das ist eben halt die Uniformierung. Das sind ja auch keine Universitäten, das sind ja Uniformitäten. Wir werden ja abgerichtet auf eine Bandbreite, damit wir funktionieren. Und das ist genau der Punkt. Und dann kommen eben halt solche Dinge zustande, dass die Leute glauben, wählen ist Bürgerpflicht. Ich muss da unbedingt hingehen, weil sonst kann ich mich ja nicht beschweren. Gehe ich gleich drauf. Also Jefferson wollte kleine autonome Gemeinden aus Farmen und Handwerkern, keine großen Machtstrukturen, denn das ist eine Republik im Rahmen einer angewandten Subsidiarität. Das bedeutet, eine Republik ist nichts anderes als lauter kleine Dörfer, die für sich völlig eigenverantwortlich autark arbeiten. Und eine Republik, wie zum Beispiel ein Bund, hätte die Aufgabe, lediglich die Moderation zwischen den Einzelnen zu steuern, aber auf keinen Fall Macht Einflussnahme zu nehmen. Das ist die Republik. Deshalb steht im gesamten Grundgesetz auch nicht, dass wir in einer Demokratie leben. Das finden Sie nirgendwo. Sondern wir leben nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Und das ist das Gegenteil von Demokratie. Das muss verstanden werden. Aber diese Exaktheit ist natürlich sehr stark überfordernd. Massendemokratie durch Jackson. Das heißt, wir haben ein Wahlrecht bekommen, damals für Männer, ich habe das bewusst reingezogen, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, das führte eben halt zum Spoils System, also zur völligen Verkommenheit. Man hat damals dann angefangen, die Kontrolle, nämlich das Volk durch Wahlen, zu vereinnahmen, damit es keine Kontrollfunktion mehr ausüben kann. Man hat die Menschen beamtet, man hat es verbeamtet, man hat sie vom Staat abhängig gemacht. Das ist dasselbe, was wir heute haben. Über 50% der Bürger sind in irgendeiner Form vom Staat abhängig, durch staatliche Zuwendung, Aufstocker, durch staatliche Aufträge als Kleinunternehmen, weil sie beispielsweise Verkehrsinseln anpflanzen dürfen als kleine Gärtnerei oder Malerarbeiten in Schulen durchführen dürfen und so weiter, zuzüglich die Beamten und alle die im öffentlichen Dienst. Ja, aber sind die wirklich frei bei ihrer Wahlentscheidung, wenn sie abhängig sind von der Macht, die sie wählen? Wird eng. Wir sehen, dass hier etwas aus dem Ruder läuft und dieser Staatsapparat und die Abhängigkeitsmachung wird immer größer. Denken Sie an die Aufstockung der Armeen, die uns hier jetzt schützen soll vor, ja vor wem eigentlich? Wir sind doch jetzt eine glückliche europäische Gemeinde und haben gar keine Gegner mehr. Wir sind ja alle Freunde, wie wir sehen. Die Griechen laufen schon mit lustigen Bildern von Frau Merkel zur Ehrung herum in Athen. Also ist doch alles wunderbar. Vor wem brauchen wir denn eine Armee oder brauchen wir die Armee gegen das Volk selbst? Und da wird es dann eben halt spannend. Das sind die ganz klassischen Symptome, die in Richtung Faschismus laufen. Faschismus ist also ein absolut sachlicher Begriff, der sollte völlig unemotional gesehen werden, weil der wird immer wieder mit irgendwelchen Dingen des Dritten Reiches gebracht. Und die Problematik ist, durch die Belegung von Begrifflichkeiten wird unsere Rhetorik und unsere Kommunikationsfähigkeit stark eingeschränkt. Aber gibt es überhaupt noch eine Kommunikation? Sind es nicht eher, wenn wir uns im Fernsehen die Kommunikationen ansehen, sind das nicht eher Monologe im Beisein eines anderen? Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Die Verführer setzen sich gegen die Führer durch und das haben wir. Die tatsächlich hochqualifizierten Leute, die wenigen Leute, die das Fachwissen hätten, die werden mehr oder weniger durch die Verführer verdrängt, weil der die größte Klappe hat und die entscheidenden charakterlichen Merkmale, der schafft das, nach oben zu kommen. Und das hat Alexis de Tocqueville berichtet von seiner Reise in die moderne Demokratie der USA. Der sagte, ich habe mich gewundert, wie weit Anstand und Verdienste unter den Regierten verbreitet sind und wie gering unter den Regierenden. Das ist ganz wichtig. Der Präsident
regiert nicht mehr im Interesse des Staates, sondern an jenem seiner Wiederwahl. Er prostituiert sich vor der Menschheit und anstatt ihren Gelüsten zu widerstehen, wie es seine Pflicht wäre, lässt er sich oft von ihren Launen antreiben. Und genau das ist die Problematik, vor der wir zurzeit eben halt stehen. So, Fakt ist, eine Demokratie im Sinne der Mehrheit führt zur Entmündigung der Mehrheit, das sehen wir sehr deutlich. Denken Sie alleine mal an eine Steuererklärung. Die Menschen sollen glauben, über die Regierungen bestimmen zu können, spüren aber zu Recht die Machtlosigkeit und alle 4 Jahre ein Kreuz zu machen, ist keine Macht und schon gar kein demokratischer Akt, da wir Wahlen eh nicht vorgesehen sind. Könnte man durch Wahlen etwas ändern, wären sie natürlich verboten. Das ist doch logisch, ja? Kann doch gar nicht anders sein. Durch die Abhängigkeit vom Staat findet keine echte Kontrolle der Regierungen mehr statt. Das Wirtschafts- und Finanzsystem ist ebenfalls nur auf Quantität und somit auf Korruption ausgelegt. Also wir sollten wirklich erkennen, in welcher Richtung wir uns bewegen. Und wer jetzt zum Wählen geht, der muss sich die Frage stellen, hat er wirklich eine Chance, etwas zu verändern? Denn die Macht liegt natürlich auch über den Medien, worauf ich gleich kommen werde. Denn die Medien manipulieren uns dermaßen und die können ja ruckzuck von heute auf morgen sich das Volk verändern. Wenn wir heute eine Umfrage machen zu einem bestimmten Thema, dann sagen alle ja. Ein Jahr später, weil man das nicht will, sagen plötzlich alle nein. Wie kommt das? Die Medien haben sich ein neues Volk gemacht. Solange die Leute die Bild-Zeitung lesen, ja, was wollen sie denn da erwarten? Das ist übrigens einer der Gründe, warum meine Zielgruppe oder unsere Zielgruppe der Wissensmanufaktur nicht die Masse ist, sondern eine Gruppe von Vordenkern. Die Masse latscht sowieso hinterher. Das klingt arrogant, aber ich sage immer nein, das geht nicht um arrogant. Das geht hier wirklich darum, um eine vernünftige Erkennung. Wenn Sie sich einen Laserstrahl ansehen, einen Laserstrahl, wie der arbeitet, in der Medizin zum Beispiel, nur 3% der Strahlen sind tatsächlich kontrolliert gebündelt. 97% sind Streulicht, die gar keine Funktion haben. Nur mit 3% der Kraft sind wir in der Lage, chirurgisch sauberste Operationen durchzuführen. Wir können uns darüber unterhalten, über Schulmedizin noch und nöcher, das ist jetzt nicht die Frage. Wir sind in der Lage, Stahl zu schneiden und so weiter, mit 3% kontrollierter Strahlen. Der Rest läuft mit. Die Natur gibt uns vor, wo die kritische Masse liegt. Der Rest läuft mit. Revolutionen entstehen nicht dadurch, dass es den Leuten schlecht geht. Und das ist unsere Hoffnung. Revolutionen entstehen dadurch, vor allem die zum Recht, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie nur noch einen Schritt davon entfernt sind, dass es ihnen besser geht. Es ist eine positive Darstellung. Wir können völlig entspannt sein. Die Zeit läuft für uns. Und alle, die sich in unsere Richtung entwickeln, gehen nicht mehr zurück. Egal, wie hart die Welt aussieht. Die Massendemokratie ist also zur Religion verkommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich halte das für gefährlich und es wird Zeit, dass dieses Thema endlich mal auf den Tisch kommt und diskutiert wird. Wir brauchen tatsächlich demokratische Prinzipien im Rahmen einer Republik. Das ist aus meiner Sicht die maximale Freiheit, die wir haben können. Das ist der Unterschied zum sogenannten Voluntarismus, wo die völlige Freiheit propagiert wird, die aus meiner Sicht auch nicht funktionieren kann, weil die völlige Freiheit genau zu den Verwerfungen geführt hat, wie sie heute da ist. Das heißt, wir brauchen tatsächlich auch im Rahmen des Kantianismus nach dem kategorischen Imperativ tatsächlich dem Liebesprinzip nach Kant. Wir brauchen also Freiheit, Recht und Staat als Grundsäule tatsächlich einer freiheitlichen Ordnung. Wir sind nach dem Grundgesetz, wir sind nach dem Völkerrecht alle frei geboren. Aber sind wir das wirklich? Wenn einer heute geboren wird, dann sieht die Sache so aus, dass er als erstes feststellen muss, er hat 25.000 Euro ungefähr Schulden auf der Uhr, weil die Staatsschuldung durch einen Lungenatmer jetzt mehr geteilt wird. Das zweite ist, er ist schuld, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Außerdem ist er Nachkommen von Völkermördern, da ist er auch nochmal schuld. Und er muss Miete bezahlen für den ersten Quadratmeter, den er gerade nutzt, in irgendeinem Kreissaal, wenn er da geboren wurde, weil das Ding irgendeinem anderen gehört unter ihm, ein paar Etagen weiter runter. Willkommen in der Freiheit auf der Erde. Ja, das nennt man Freiheit. Und wir müssen genau das lernen, dass es darauf ankommt. Wir brauchen wieder regionale Demokratie als Lösung. Kleine Gemeinden sind durchaus in der Lage, ihre Sachen selbst zu regeln. Und ich gerade dieser alte Kampf,
dieser autarken regionalen Strukturen der germanischen Lebensordnung gegenüber. Germanische Lebensordnung schon wieder so negativ. Der hat Germanisch gesagt. Oh ja, ich kann Germanisch fehlerfrei aussprechen. Das ist das Problem, wenn Sie zum Beispiel Geschichtsunterricht machen. Ich unterrichte ab und zu auch Geschichte. Und wenn Sie das Wort Deutsches Reich aussprechen können, dann fällt sofort die Jalousie runter. Achten Sie mal drauf. Österreich passiert nichts. Frankreich passiert auch nichts. Deutschreich, oh. Hier erkennen wir an relativ einfachen Strukturen, wie wir durchmanipuliert wurden. Und das müssten wir lernen. Wir müssen lernen, Begrifflichkeiten zu hinterfragen. Man kann das an einfachen Dingen festmachen. An Worten, die irgendwie irrsinnig sind. Nehmen Sie mal das Wort Doppelhaushälfte. Ich meine, da muss man erst mal drauf kommen. Interessant, ne? Interessant, was wir so im täglichen Bereich, so wir haben solche Sachen im täglichen Bereich. Okay. Hier nochmal ein ganz kurzes CDU-Plakat aus dem Jahre 1999. Ich muss mal ganz kurz meine Augen aufsetzen, dass die natürliche AFA greift bei mir auch schon mächtig. Das ist ein Wahlplakat der CDU von 1999. Dass wir also mal sehen, wie weit wir uns darauf verlassen können, was so gesagt wird. Überschrift, was kostet uns der Euro? Das war vor der Euro-Einführung. Damals habe ich übrigens Artikel geschrieben, wo ich natürlich als Euro-Gegner dramatisch angezählt wurde. Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Antwort, ein klares Nein. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Mit den Stabilitätskriterien des Vertrages und dem Stabilitätspakt wird von vornherein sichergestellt, dass die Netto-Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt wird. Die Euro-Teilnehmerstaaten werden daher auf Dauer ohne Probleme ihren Schuldendienst leisten können. Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaats kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. Amen. Aber bleiben Sie entspannt, ich könnte jede andere Partei genauso nehmen, denn das Parteiensystem wird in sich nicht funktionieren, weil nämlich unser Machtsystem anders ist. Und ich gehe deshalb nicht zum Wählen. Ich weiß, dass viele Leute, die engagiert sind, und ich bitte um Nachsicht, weil viele suchen dringend die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Nicht Macht auszuüben, sondern Einfluss zu nehmen. Und diese Einflussnahme, die ist relativ nachzuvollziehen. Und dann suchen sie Gruppierungen, denen sie sich anschließen können. Und dann geraten sie in Parteien. Und wenn ich verstehe jeden, der sagt, ich kann mich mit der AfD beispielsweise identifizieren. Allein die Tatsache, dass sie als rechtspopulistisch eingestuft werden, ist ja schon ein Zeichen, dass man sich mit ihnen beschäftigen muss. Die scheinen ja zumindest erstmal gut zu sein, zumindest in ihrer Grundstruktur. Weil das ist ja das Absurde, wenn also gleich so eine Keule rauskommt, dann ist es natürlich immer schon eine ganz heiße Geschichte. Also ich bin ja sowohl rechts als auch links. Neuerdings, habe ich gehört, bin ich sogar Scientologe, habe ich gelesen. Ich bin neulich darauf gefragt worden, zu meiner scientologischen Mitgliedschaft. Ich sage, ich muss Sie enttäuschen. Ich war nie Scientologe, ich kenne auch keine, aber ich gebe zu, dass ich tatsächlich einer zweifelhaften Organisation angehörte. Ich war jahrelang katholisch. Und ich habe es natürlich... Ich habe es erkannt und bin natürlich sofort, als ich die Hintergründe verstand, ausgetreten und habe gesagt, das hat nichts mit Christentum zu tun. Aber natürlich bin ich aus der Vereinigung sofort ausgetreten, als ich verstanden hatte. Ich bin aber dummerweise schon reingeboren worden. Das war eben halt meine Situation. Also soweit zum Thema Scientologie. Ich gehöre keiner, auch zum Begriff Sekte. Ja? Sekte, Katholik, Sekte glauben die meisten immer, das wäre eine Art... Ja, Gehirnwäsche. Ja, also Sekte ist ja auch so ein toller Begriff, den wir hier haben. Wenn wir das hier mal so sehen, beispielsweise so, also bis hier hat ja noch keiner ein Problem damit. Und aber hier wird es dann kritisch. Ein kleines E und schon verändert sich die gesamte Lage. Sekte hat nichts mit Gehirnmanipulation zu tun. Sekte kommt von Sektieren, das ist eine Abspaltung. Also die Evangelen sind eine Sekte der Katholen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob Sie jetzt Gehirnwäsche betreiben, das machen Sie wahrscheinlich eh alle, die sich in diesen religiösen Strukturen aufhalten, die kommerziell unterwegs sind. Okay, meine Damen und Herren, ich gehe also deshalb auch nicht zu diesen sogenannten Wahlen, weil es nichts zu wählen gibt und deshalb werde ich jetzt gleich einen kurzen Exkurs machen zum Thema Macht. Das schaffe ich noch. Ich werde sogar noch ein bisschen Zeit trotz alledem gut machen. Ich versuche das gerade zu biegen. Ich weiß, was das für ein Problem ist. Ich bin völlig in der Zeit. Ganz entspannt, Peter. Er dreht gerade im roten Bereich innerlich. So, zum Thema Plan B.
zum Thema Plan B. Das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Da werde ich jetzt viele Dinge rauslassen. Ist-Zustand, das ist die Situation, die ich ganz kurz absprechen möchte. Dann bezeichnet der Plan B den Zielzustand und vor allem auch den Weg zum Ziel. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Ich werde jetzt darauf verzichten, zum Thema Geld, zum Geldsystem selbst nochmal Stellung zu beziehen. Das ist oft genug gemacht worden. Sie können auf unsere Seite gehen, da können Sie eine ganze Menge drüber sehen, über die Ex Nihilo Geldschöpfung und so weiter und so fort. Diejenigen, die noch nicht im Thema sind, ich glaube, wir müssen langsam mal weiterkommen im Text. So, Danistokratie ist das Zauberwort, so haben wir es genannt. Danista kommt aus dem Lateinischen, heißt wuchern und verleihen. Geldverleiher waren Danista. Das heißt also, wir müssen diesen Begriff, der ist von der Wissensmanufaktur entwickelt worden, dieser Begriff. Das habe ich mal in Kanada irgendwann mal zusammen mit meinem Kollegen Rico Albrecht, immer per Skype, haben wir das uns überlegt, wie wir das nennen können, weil wir den Begriff Plutokratie weghaben wollten, der auch belegt ist. Und wir wollten einen freien Begriff haben, Danista, also eine Wucherung. Und unendliche Wucherungen halte ich immer grundsätzlich für kontraproduktiv. Wir haben also einen Ist-Zustand und der beschreibt die Umverteilung von fleißig nach reich. Das heißt, wir sehen, dass die Armen übrigens haben nichts zu verteilen. Wenn es immer heißt, nicht, es geht nicht eine Verteilung von arm auf reich, das geht von fleißig nach reich. Die arm sind, haben nichts zu verteilen. Die Fleißigen haben etwas zu verteilen. Ja? So, und natürlich auch fleißig nach reich und Umverteilung auch fleißig nach arm. Das müsste man eigentlich noch ergänzen, denn wir haben ja zwei arbeitslose Gruppen, die armen Arbeitslosen und die reichen Arbeitslosen. Die armen Arbeitslosen bekommen ihr Geld von den Arbeitenden durch Sozialtransfers nach unten und die reichen Arbeitslosen durch Zinstransfers über die Banken nach oben. Die Arbeitslosenquote in Duisburg ist ja ähnlich hoch wie in Monte Carlo, aber da lebt es sich besser als Arbeitsloser. Aber ich will einfach sagen, wenn einer ohne Arbeit sein Geld macht, verdienen kann ja keine Rede sein, wenn er sein Geld macht ohne Arbeit, dann sind es Arbeitslose. Ja, und das muss man eben halt sehen. Das heißt, wir haben hier diese Problematik fleißig nach reich, weil es werden ja gern die Hartz-IVler als Sozialschmarotzer bezeichnet. Da frage ich mal, wie hoch ist denn im Jahr ungefähr der Hartz-IV-Haushalt? Ich glaube, 2011 habe ich es im Kopf, ich glaube 25 Milliarden. Oder weiß einer eine bessere Zahl? 30? 25 Milliarden, 30 Milliarden vielleicht im Jahr. Wenn ich sehe, dass alleine die Bankenrettung, dass wir da reden von 200 Milliarden, 300 Milliarden, dann frage ich mich, wer ist eigentlich Schmarotzer in dem System? Ja, die Frage muss ja mal ganz gestellt werden. Dann natürlich ein weiterer Ist-Zustand ist der Wachstumswahn der Wirtschaft. Wir brauchen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist ja das Absurde. Das ist eine logische Konsequenz aus dem System, welches ja nicht hinterfragt wird. Ich möchte kurz die Machtstrukturen durchgehen. Die Danistokratie, so nennt man das in dem System, in dem wir leben. Das ist ein danistokratisches Modell. Das heißt, die Finanzmacht sind nicht die Danistokraten, sondern die Finanzmacht ist die erste sichtbare Macht der Danistokratie. Wir sind alle Danistokraten, solange wir mitmachen. Es gibt nicht Täter und Opfer. Es gibt welche, die es machen und welche, die es mit sich machen lassen. Und das hat jeder selbst in seiner Entscheidung, im Rahmen gewisser Möglichkeiten, weil natürlich der Materialismus sehr, sehr stark ist. Das ist mir sehr klar. Die Finanzmacht ist die oberste sichtbare Macht. Und wir sehen das, welche Macht sie haben, wie schnell sie innerhalb von wenigen Minuten ganze Bankenrettungspakete in Größenordnung verabschieden können, die ein Vielfaches der Forderungen von irgendwelchen Schulausbauten von ganz Europa überschlagen würden, die über Jahre diskutiert werden, wo kein Geld plötzlich da ist. Wir sehen im Prinzip, dass dort die Regierung auch sichtbar wird. Wenn in Berlin, viele glauben ja, in Berlin sitzt die Regierung, wenn in Berlin beispielsweise dort irgendwelche Demonstranten durch die Gegend laufen und Farbbeutel gegen das Bundeskanzleramt schmeißen, da stellen sie ein paar uniformierte Polizisten, mit denen ich mich solidarisiere, hier sehr deutlich, denn das sind Menschen, die nämlich auch sehr, sehr vor Problemen stehen. Übrigens ist dort auch die Suizidquote bei Polizisten extrem hoch, weil sie nämlich daran durchdrehen, wenn sie sehen, wie ihr eigenes Land verraten wird. Das ist ein Riesenproblem. Ich möchte da ganz deutlich hier auch für... Deshalb bin ich auch uniformiert. Ich mache das aus Solidarität auch zu Bankern. Weil ich sehe auch so wie ein Bausparkassenvertreter deshalb, weil ich das wichtig finde, dass diese Menschen auch Nächte haben, auch Träume haben und auch Verelendungsängste haben. Und gerade in solchen Strukturen, wie wir es hier heute haben, der alternativen Denker, wir natürlich gern so ein bisschen die langhaarigen Bombenlegertypen haben. Und das ist natürlich das, wo ich jetzt das Pendant dazu bilde. Das meine ich positiv. Das wissen Sie auch. So, meine Damen und Herren,
Unterhalb der Finanzmacht geht's weiter. Da kommen natürlich schon mal ganz wichtige Mächte. Das sind die Massenmedien. Die Medien, ein zentrales Instrument der Macht. Wir sehen, was dargestellt werden darf und was nicht dargestellt werden darf. Wir sehen also keine investigativen Journalisten. Und ich möchte mich hier deutlich auch für die Journalisten einsetzen, die sehr darunter leiden, sehr oft unter dieser Problematik, weil sie wüssten, wie die Meldung des Tages sein müsste, wenn sie sie bringen dürften. Das ist ähnlich wie in der Wissenschaft. Wenn Sie in der Wissenschaft nicht systemkonform versuchen, Ihre Anträge einzureichen, zum Beispiel Klimapropaganda. Jeder Physiker weiß, dass es bei der sogenannten unnatürlichen Klimaverschiebung aufgrund von CO2 eine schwere Beweisbarkeit ist. Es ist immer schwer zu sagen, es ist eine Lüge, weil es ist immer schwer, etwas zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Aber es ist zumindest auch nicht beweisbar und insofern sollte es erstmal nicht existent sein. Aber wenn Sie beispielsweise einen Antrag als Wissenschaftler stellen, zum Beispiel über das Paarungsverhalten von Igeln in Niedersachsen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass Sie Geld dafür bekommen. Würden Sie es aber so umschreiben, dass Sie sagen, wir möchten eine Forschung machen über das Paarungsverhalten von Igeln in Niedersachsen im Rahmen der globalen Erwärmung, die CO2-basiert ist, dann fließt das Geld wesentlich sportlicher. Das ist die Problematik in dieser manipulierten Welt, in der wir leben. Die Massenmedien haben also nicht mehr die Aufgaben, die Nebelkerzen der Macht zu löschen, sondern stattdessen permanent neue Nebelkerzen anzustecken. Und unter diesen Massenmedien kommen die Politikdarsteller. Das sind die, die wir wählen, die überhaupt keine Macht haben, die sich ihre eigenen Ressourcen bei diesen beiden Strukturen erbetteln müssen. Wer nämlich nicht systemkonform agiert, der kommt nicht in die Medien oder er wird medial zerstört. Heute bringt man Leute nicht mehr um. Nicht unbedingt mehr, das sind nur noch in wenigen Fällen macht man das. Heute werden die, was weiß ich, besoffen mit Puschelhandschellen aus irgendeinem Puff rausgezogen. Entschuldigung. Und dann heißt es, das ist euer Vorbild. Also wenn ihr das mal erleben solltet, ich habe diese Neigung nicht, aber vielleicht gibt es mal irgendwann Bilder über mich. Das wird mich nicht wundern. Das ist keine Ankündigung. Ich sage nur einfach, die Politikdarsteller, das ist also die Gruppe, die nichts zu sagen hat. Und ich möchte hier ganz klar mich auch auf Herrn Seehofer beziehen, der deutlich gesagt hat, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden wurden, nicht gewählt. Ich meine, mehr Bankrotterklärung geht doch gar nicht. Warum soll ich denn da noch hingehen? Und ich sage Ihnen eines, die Politik hat eine gnadenlose Angst, dass wir nicht mehr zum Wählen gehen, weil dann fehlt ihnen optisch die Legitimation. Und deshalb fordere ich zum Nichtwählen auf, eindeutig. Ich bitte die Aktivisten von alternativen Parteien, die sich nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen wollen, um Verzeihung, wenn ich so etwas sage. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich einsetzt. Das ist nicht mein Thema, jemanden anzugreifen. Wir müssen nur erkennen, selbst wenn 100% der Wähler dafür sorgen, dass die, was weiß ich, Rosa-Puschel-Partei an die Macht kommt, es würde sich nichts verändern, weil die Macht geht von denen nicht aus. Das sind Aufseher über die Untertanen im Interesse der Macht. Und die wählen wir, nicht mehr. Das müssen wir erkennen. Okay, der Zielzustand. Wir stellen uns den Plan B, ich schaffe das. Wir stellen uns den Plan B so vor, und das ist eine wichtige Sache, vielleicht noch ganz kurz zur Wahl. Wer wählen geht, der darf sich anschließend nicht beschweren, wenn die Falschen rankommen. Das ist übrigens genau das Gegenteil von dem, was man uns erzählt. Wer wählen geht, erkennt nämlich die Wahl und das System an, auch wenn er es ungültig macht. Er erkennt das System an, durch seine Aktivität dort Energie reinzustecken. Und wenn dann die Falschen rankommen, muss er damit leben, dass im Rahmen des Mehrheitswahlrechts, nichts ist falscher als das, das hatten wir schon gehabt, dass dann eben halt die Falschen rankommen. Sich hinzustellen und zu sagen, wer nicht wählen geht, der darf sich nicht beschweren, das ist doch absurd. Derjenige, der nicht hingibt, der gibt doch seine Stimme gar nicht ab, steckt sie in eine Urne, wo sie dann 4 Jahre ruht. Nein, er, der behält ja seine Stimme, auch um sie zu erheben. Und ich bitte euch, lasst es. Punkt 1. Ich kann das nur ganz kurz durchgehen, dann schaffe ich das nämlich alles wunderbar. Punkt 1 ist,
das nachhaltige Gesamtsystem ist das fließende Geld. Wir haben ein fließendes Geldsystem entwickelt. Das ist nicht ganz neu. Viele sagen, ja, das ist ja Gesell. Natürlich fließt Gesell mit rein. Auch Professor Otani fließt damit rein aus Japan und. Viele große Denker aus großen Vorzeiten, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, auch mit der Brachdiatenzeit, dem Mittelalter. Ich weiß, dass einige Menschen hier sind, die sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt haben. Was wir brauchen, ist ein Geld, welches den Menschen dient und nicht denen, die Menschen zu dienen haben. Das ist der Punkt. Das heißt, es muss gemeinnützig sein, es muss umverteilungsneutral sein. Wir haben es geschafft, durch den Plan B ein Konzept zu entwickeln, in dem die erste Million die leichteste ist. Genau andersrum als jetzt. Wir wissen alle, die erste Million ist die schwerste. Die meisten arbeiten ihr ganzes Leben an dieser ersten Million. Und die zweite Million ist ein Tick leichter. Die dritte, die kommt schon fast von alleine und gegen die vierte kann man sich gar nicht mehr wehren. Das macht denn der Kapitalmarkt. Das heißt, die Absurdität der Verreichung führt natürlich auch auf der anderen Seite zur Verarmung, wenn man das Geldsystem verstanden hat, weil es nämlich auf Schulden basiert. Wir brauchen also ein System, in dem die erste Million die leichteste ist, die zweite wird schwerer, die dritte noch schwerer und vierte ist nur noch für Exoten erreichbar. Aber sie soll erreichbar sein. Jeder soll das Recht haben, einen Learjet zu fliegen. Aber wir müssen einfach erkennen, dass wir ein unglaubliches Umverteilungssystem haben aus dem Kapitalmarkt heraus. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Das haben wir geschafft durch ein umlaufimpulsgesichertes Geldsystem, welches der Natur nachempfunden ist. Und ich bitte Sie, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der nächste Punkt, hier muss ich drin, soziale Bodenrecht, jetzt wird's kritisch, soziale Bodenrecht, Bodenreform. Jetzt will der Pop den Leuten wieder ihr Grundstück wegnehmen. Nein, ich will's nicht wegnehmen. Niemand von uns kann schuldenfrei sein. Wieso, sagt einer, ich habe ein schuldenfreies Grundstück. Und da sage ich, ach, du zahlst keine Grundsteuern? Doch, die zahle ich. Wo bist du denn schuldenfrei? Zahl mal 10 Jahre deine Grundsteuer nicht, dann wollen wir mal sehen, ob du noch Grundstückseigentümer bist. Nein, wir sind nicht schuldenfrei. Was ich fordere, ist tatsächliche Schuldenfreiheit. Der Begriff Schuld ist für mich sowieso ein völlig verwirrender Begriff. Ich mag den Begriff Schuld gar nicht. In meinen Fachseminaren nenne ich die Schuldigen gegenüber einer Bank, die einen Kredit haben. Das sind ja die Schuldigen, die schulden ja der Bank Geld. Du bist schuldig, du hast 100.000 aufgenommen. Die nenne ich nicht Schuldner, die nenne ich Pflichtner. Sie verpflichten sich und sie würden sich nicht verpflichtet haben, wenn sie gewusst hätten, wie das System funktioniert, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber der Begriff Pflicht ist wesentlich besser. Sie verpflichten sich, aber das auch aufgrund von Unkenntnis, sonst würden sie es nicht tun. Der Begriff Schuld ist ein völlig verwirrender Begriff und falsch und dogmatisch. So, und wir brauchen also ein umverteilungsneutrales System und das haben wir dadurch geschafft, dass wir wirklich in der Lage sind, dass wieder Arbeit sich lohnt, dass jeder von seiner Arbeit leben kann und das bedeutet eben halt auch mit dem sozialen Bodenrecht, dass Grund und Boden weiter als Besitz behalten werden darf, vererbt werden darf über Generationen, aber auf einer anderen Ebene als es heute ist, wo Konzerne beispielsweise Massen von Grundstücken aufkaufen und damit den Betritt dieses Grundstücks juristisch ausschließen. Andere dürfen dieses Grundstück nicht betreten aufgrund der juristischen Eigentumsrechte, obwohl sie es nutzen könnten. Also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es dann eben halt riesengroße Landflächen, die werden dann mit Stilllegungsflächen, mit Prämien von EU-Steuergeldern durch Konzerne eben halt, das wird dann von uns finanziert und auf der anderen Seite Monsanto-Acker, damit wir endlich mal einen Turbomais bekommen. Diese Absurdität muss ein Ende geben und das geht nur über eine tatsächliche Diskussion über das Bodenrecht, wo übrigens der Einzelne sein Grund und Boden behält, aber in Zukunft keine Grundsteuern mehr zahlt, sondern stattdessen Grundsteuern erhält. Das ist jetzt schwer zu verstehen, aber ich hoffe, dass ich damit einen Impuls auslöse, sich mit diesem Ding zu beschäftigen. Kurz noch zum Rheumadeckenverkauf. Ich habe draußen noch hier den Währungscountdown. Da beschreibe ich die Dinge eben halt relativ gut. So, ein bisschen Werbe muss ja mit rein. Okay, weil bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen, da zucken natürlich viele zusammen. Es gibt ja momentan eine Alternative in der Schweiz, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin nicht sehr glücklich darüber, weil unter den jetzigen Bedingungen ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht funktionieren kann. Im Rahmen von Euro, im Rahmen dieser Denke und dieser Denkstruktur. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen, sollte es eingeführt werden, wird jämmerlich versagen, weil dann werden kaum noch Leute arbeiten und es wird auch letztendlich dazu führen, dass es nicht mehr finanzierbar sein wird. Auf Dauer. Das glaube ich.
weil bestimmte Rahmenbedingungen eben halt geändert werden müssen. Das ist dieser permanente Umverteilungsprozess von fleißig nach reich und die dadurch entstehende neue Aneignung von Grund und Boden von Ultrareichen, die uns letztendlich den Boden wegnehmen, auf dem wir uns bewegen und wir letztlich irgendwann für jeden Miete bezahlen müssen. Egal, wo wir uns bewegen, wir müssen Miete bezahlen, weil uns das Ding nicht gehört. Wer gibt uns das Recht? Den Boden, der uns von der Natur zur Verfügung gestellt, von Gott geschaffen, wie auch immer sein Weltbild ist, als Eigentum zu bezeichnen. Oder Öl oder Gas oder Gold als Eigentum zu bezeichnen. Natürlich die Arbeit, die man reinsteckt, um es zu fördern, wenn man damit leben kann. Alles überhaupt kein Thema. Aber wer gibt uns das Recht, tatsächlich Eigentum Anspruch zu machen auf etwas, worauf ich gar keinen Einfluss hatte, was ich gar nicht gemacht habe? Aber das führt natürlich dann schon wieder zu Philosophien und da tritt bei vielen auch wieder eine Überforderung ein. Also für mich ist das soziale Bodenrecht ein ganz zentrales Thema, weg von diesem römischen Besitzstandsrecht, wie wir es jetzt haben. Bedingungsloses Grundeinkommen, da war ich ja schon, sorry, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin noch nicht aus dem Jetlag raus. Bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben gerade gesagt, es gibt sehr viele, die ein Einkommen haben, denn ohne Einkommen kann man ja nicht leben, ohne Arbeit. Wir haben aber das Dogma, ohne Arbeit ist ein Einkommen nicht möglich. Dieses Dogma gilt es zu überwinden, weil das meiste Geld, was verdient, genauer genommen bekommen wird, entsteht ohne Arbeit. Wir haben eine Arbeitslosenquote real von über 80% in Deutschland. Arbeitslosenquote. Oh Gott, wie kann man sowas sagen? Wenn wir mal die unnütze Arbeit abziehen, ich sage mal so Steuerformulare und so weiter, wenn wir die abziehen würden, ja, das bedeutet, wir zerstören unsere Natur, um Arbeiten zu machen, die keiner braucht. Ob das jetzt Berufsgenossenschaften sind, die ja mal ihre Wichtigkeit hatten, als eben halt Berufe noch sehr gefährlich waren, wo Leute arbeiten mussten in Fabriken mit Feuer und so weiter, alles wunderbar. Aber in der heutigen Zeit, wir müssen unterscheiden zwischen nützlicher und unnützlicher Arbeit. Aber bleiben wir mal nur bei den Erwerbsbeschäftigten. Rechnen wir mal, wir haben 40% von 80 Millionen haben überhaupt einen Erwerb. Wir dürfen nicht vergessen, dann gibt es noch die Transferbezieher. Die Älteren erinnern sich noch, früher gab es noch etwas, das hieß Familie. Da ging der Mann auf die Arbeit und die Frau war mit den Kindern zu Hause. Das gab es früher. Ich bin noch einer aus dieser Zeit, wo ich mit meiner Mutter noch groß geworden bin, die sich noch um uns gekümmert hat. Nun ist das natürlich nicht hip, wenn ich sage, okay, der Pop ist ja der völlige Macho, der will die Frau am Herd. Nein, der will, dass die Frau eine sinnvolle Arbeit macht. Und was gibt es als sinnvollere Arbeit, als ein Kind zu erziehen? Und was gibt es eine... Ja, das ist doch wahr. Aber wir haben gelernt, dass es eben halt nur das tatsächlich als Arbeit anerkannt wird, wenn zum Beispiel ein Investmentbanker anderer Leute Geld Gassi führt und vernichtet. Das wird hoch anerkannt und bezahlt, während eine Mutter oder eine Altenpflegerin, die wirklich wichtige Arbeit macht, die wir alle vielleicht mal brauchen, die sich nicht mal eine Wohnung leisten kann in dem Gebiet, in dem sie wohnt, weil sie einfach unterbezahlt ist. Was ist das für eine Welt? Wir müssen es doch endlich ansprechen. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor, Sie sind Sohn eines Milliardärs, Sie können sich das gut vorstellen, Sie sehen so aus, als Sohn eines Milliardärs, der hier vorne mit dem karierten Hemd, ja, in der Pause steht er zur Verfügung, es ist auf jeden Fall, das bedeutet, also, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Sohn eines Milliardärs und Ihr Vater überträgt Ihnen permanent die Zinsen, schlechter Zinssatz, ganz sicher, Staatspapiere, kann nichts passieren, ganz sicher. Und dann haben Sie ungefähr einen Zinsertrag nach Steuern von ca. 130.000 Euro, also pro Tag. Das reicht, um zu leben, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und eins ist definitiv, das entspricht ungefähr in einem Jahr mindestens 50 hochwertige Einfamilienhäuser. Das heißt, mit einem Jahr hat der Kleine 50 Häuser mehr als am Tag seiner Geburt. Mit 10 Jahren, mit seinem 10. Jahr, hat er bereits 500 Häuser mehr als am Tag seiner Geburt. Ich meine, die hat er nicht erarbeitet. Das ist ein bedingungsloses Einkommen. Also bedingungslose Spitzeneinkommen sind uns gar nicht neu. Bedingungslose Grundeinkommen sind neu. Wenn die Leute sagen, ja, das geht doch gar nicht, dann arbeitet keiner mehr. Ich sage, wieso, das ist doch nichts Neues. Ich möchte doch nur das bestehende bedingungslose Spitzeneinkommen ändern in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Gibt's doch alles, doch nicht neu.
An dieser Stelle müssen wir unbedingt anfangen, in diese Diskussion zu kommen. Der letzte Punkt ist für uns ganz wichtig natürlich, Propaganda muss abgeschaltet werden, freie Presse. Ich rede nicht von Pressefreiheit, die haben wir. Herr Springer hat die Freiheit, alles zu veröffentlichen, was er möchte. Also für einige gibt es eine Pressefreiheit. Ich möchte aber, dass wir eine freie Presse haben. Wie kann eine Presselandschaft frei sein, wenn die Presseunternehmen selbst in Körperschaften, GmbHs, AGs oder sonst was, also kommerziell ausgelegt auftreten? Wie sollen die Nebelbomben löschen von Banken, die bei ihnen Anzeigen schalten, von denen sie abhängig sind? Das ist absurd, das ist ein Widerspruch an sich. Wir brauchen eine freie Presse. Wir haben ein logarithmisches Verfahren entwickelt, in dem wir beispielsweise Zeiten, Nachrichtenzeiten tatsächlich verschieben können, sodass ähnlich eines Länderfinanzausgleichs, der ja auch nicht funktioniert, aber an dieser Stelle könnte es funktionieren, weil es nämlich um etwas anderes geht. Das heißt also, Zeiten zu vergeben an alternative Medien. Ich möchte gerne Andreas Popp auch mal mindestens alle 3 Monate von 20 bis 20.15 Uhr auf ARD die Tagesschau gestalten. Ich möchte das gerne mal. Meine Damen und Herren, kommen wir kurz zum Weg. Ich habe den Ist-Zustand beschrieben, ich habe den Zielzustand beschrieben, Demokratie haben wir auch durchgenommen und ich mache um 11:45 die Punktlandung. Und dann freut sich ein Peter, weil das ist nämlich ein Problem, wenn man unter Druck steht, ich kenne das. Der Weg zum Ziel, meine Damen und Herren, das muss jetzt zügig gehen. Erste Grundlage, wir brauchen eine öffentliche Zentralbank mit Geldschöpfungsmonopol. Wir müssen also die Gewaltenteilung erweitern. Das ist wichtig, dass man das versteht, aber das ergibt sich jetzt aus dem Bereich, den ich eigentlich noch hätte machen können, statt Demokratie, aber das finden Sie auf unserer Seite oder auch auf anderen Kollegenseiten auch in besserer Form dargestellt, als dass ich das jetzt hier wiederhole. Das heißt, wir brauchen eine öffentliche Zentralbank. Jetzt sagen viele, eine Zentralbank, sowas haben wir ja in Deutschland. Nein, eine Zentralbank muss nicht in Deutschland sein. Die könnte auch hier sein, beispielsweise eine Zentralbank für Heidenheim. Das ist jetzt ein theoretisches Modell. In der Praxis dürfte das schwer durchzusetzen sein, aber es geht nur darum, dass wir mit Zentralbanken nicht den Begriff Zentralisierung, der da schon wieder drin steht. Zentralbanken, die heutige EZB, steht nicht über den Geschäftsbanken, sondern das ist eine Behörde, die von den Geschäftsbanken gesteuert wird. Oder glauben Sie allen Ernstes, wenn die EZB als Behörde, also als Vertreter des sogenannten Volkes, also der Untertanen genau genommen, wenn die jetzt beispielsweise in der Situation der Bankenlandschaft sind, dass die in Schwierigkeiten sind, würden die tatsächlich unser Geld, unser Volkesgeld so verballern, verbraten? Nein, sie müssen es, weil die Macht von oben kommt. Zentralbank ist ein völlig irreführender Begriff. Zentralbank sind ausführende Organe. Das ist genau wie eine Bundeskanzlerin oder eine Regierung, ein völlig irreführender Begriff ist. Da wird nicht regiert. Da werden Befehle entgegengenommen und durchgeführt. Wir sehen doch gerade, was in Syrien läuft. Auch wenn da jetzt eine Propaganda läuft, dass Frau Merkel ganz groß sagt, wir sind nicht dabei. Was ist denn das für ein dummes Zeug? Das Schröder, auch das gehört doch alles mit zum Spiel. Das merkt doch mittlerweile ein Blinder. Staatsentschuldung, das ist wichtig. Wie kriegen wir eine Staatsentschuldung hin? Die Staatsschulden zurückzahlen? Ist im jetzigen System relativ schwierig, weil dann wäre alles Geld weg, weil Schulden und Guthaben dasselbe ist. Und wenn ich meine Schulden zurückzahle, wird der Schuldschein zerrissen. Das würde eine völlige Vernichtung der Geldmenge bedeuten. Es geht jetzt um den Übergang des Plan B. Ich gehe das im Schnellverfahren durch, weil viele das nicht verstehen. Gibt es ein Problem? Okay. Okay. Falls ich was falsch gemacht habe, lasse ich mich gern verbessern. Okay. So, das nächste ist Staatsschulden annullieren. Das wäre übrigens eine Maßnahme. Wir machen Staatsbankrott. Einen richtig schönen, geordneten Staatsbankrott. Also Argentinien hat es gemacht vor ein paar Jahren. Ich habe geguckt, die haben das Land nicht versenkt, ist nicht irgendwie weggebombt worden, ist immer noch da. Die Leute haben nur keine Schulden mehr. Jeder macht doch auch irgendwo mal diese Privatinsolvenzen. Warum macht man das? Weil man sich damit befreit. Das kann der Staat genauso. Die Leute müssen lernen, dass sie sich an solche Begrifflichkeiten gewöhnen. Die glauben immer, ein Staatsbankrott führt dann automatisch zu Krieg. Blutige Menschen, die schreiend über die Straße laufen. Nein, das entsteht, wenn wir das System weitermachen. Der Euro, meine Damen und Herren, ist ja... Der Euro ist im Jahre 2008 gestorben durch die Lehman Brothers Pleite. Aber es erkennt keiner an. Und solange die Leiche nicht umfällt, glauben die alle, der lebt noch. Bloß sie können an einer Leiche Infusionen ranhängen, bis der Arzt kommt. Das nützt nichts, das Ding ist tot. Jetzt geht nur noch darum, in welche Richtung fällt das Ding. Es ist
Entschuldigen Sie, dass ich mich so ereifere, aber es ist einfach Wahnsinn. Ich habe diese Sendung gesehen, dieses Kanzlerduell. Ich bin ja fast irre geworden. Da wird man ja irre. Was das für eine Sendezeitverplemperung ist für so eine Komödie, so eine Schmierenkomödie auch noch, wo sie sich gegenseitig die Bälle zuspielen und man merkt richtig, dass sie dieselben Geldgeber vertreten. Staatsanleihen, das ist jetzt die Lösung, die wir jetzt als Übergang favorisieren. Das ist jetzt ganz schwer für Nicht-Experten zu verstehen. Viele Menschen haben ihr Geld in Lebensversicherungen und sind bedroht, ihr Geld zu verlieren. Also wenn Sie sowas noch haben, gibt ja noch ein paar. Sie haben ein Problem. Und zwar ein ernstes. Weil die Versicherer eigentlich alle pleite sind. Es ist nur noch nicht bekannt gegeben worden. Ich bin aber der Meinung, es gäbe eine Chance, diesen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und einen Anspruch haben, dass man die in irgendeiner Form retten könnte. Ich bezweifle nur, dass man das tut, indem man die Staatsanleihen, die nämlich in den Lebensversicherungen drin sind, umwandelt in Guthaben, in Geldguthaben. Das würde eine Inflation bedeuten, eine Inflation, die aber weit unter dem liegt gegenüber dem, was uns jetzt die Banken bescheren durch ihre Rettungspakete. Bitte sehen Sie sich das auch an. Die Umsetzung, Ausarbeitung der notwendigen Gesetze, Zustimmung durch den Bundestag, das haben wir natürlich der Form halber reingeschrieben, weil wir ja friedlich sind. Wir sind dabei, also Gesetze zu brauen, das sind also Lobbygesetze, nennen wir die. Wir nennen sie Lobby des Volkes. Weil Lobbygesetze sind Sie gewohnt durchzuwinken, aber Volkslobby haben Sie noch nie gehabt. Haben sich auch bisher nie für interessiert, ist mal ein toller Ansatz. Wir wollen nur in ihren Vokabeln arbeiten. Und die werden das vermutlich nicht annehmen, sondern werden das ablehnen natürlich. Und dann kommt dann wirklich dann der nächste Gang. Grundgesetz Artikel 146, wir brauchen natürlich endlich eine Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland, damit wir Rechtslage haben, damit der Rechtsstaat wiederhergestellt wird. Wir bewegen uns längst außerhalb der Rechtsstaatlichkeit. Längst außerhalb der Rechtsstaatlichkeit. Ich will das Thema jetzt nicht wieder anbringen, weil diejenigen, die im Thema drin sind, kennen das ganze Problem. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Das Grundgesetz an sich ist erstmal vernünftig, aber alle beteiligten besetzten Gebiete sollten erst einmal aufgefordert werden, sich zu bekennen, für welches Land sie eigentlich sein wollen. Die Grenzen müssen erstmal festgelegt werden. Das alles ist immer noch offen. Wir können natürlich auch eins machen, das ist die Wahrscheinlichkeit in der Praxis, wir warten den Crash ab und machen danach einen Systemwechsel. Wäre schade, weil das kostet sehr viel Blut eventuell. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir mehr werden. Aber wir sind noch sehr wenig. Wir müssen einfach weitermachen. Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 wird auch immer gern genannt. Widerstandsrecht. Meine Damen und Herren, lösen Sie sich davon. In einem Rechtsstaat ist Widerstand nicht nötig. In einem Unrechtsstaat ist er nicht möglich. Wir müssen es sehen wie 1989, es wird darauf hinauslaufen, dass wir eine kritische Masse überschreiten, die muss 3% sein, analog dem Laserstrahl. Und dann könnte ein Ruck durch Deutschland gehen, den Roman Herzog so gefordert hat. Und dann könnte es sein, dass wir tatsächlich in die Regierungszentrale einmarschieren als Volk, also nach Frankfurt natürlich, in die Regierung. Und würden dann... Und würden dann dort eine Veränderung einleiten. Meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen Zeit gut gemacht. An der Stelle bin ich durch. Punkt Landung. Ich habe ihn gerettet. Viertel nach. Dankeschön fürs Zuhören. Thank you.